Schlechtes Timing. Ja, das richtig. Verbuchen wir das, haken wir das ab. Katalogisieren das unter schlechtes Timing. Nee, mach das nicht. Hör auf, dich zu heilen. Nach wie vor Backstabben nicht meine Disziplin. So, wir haben gelernt aus unseren Fehlern. Nehmen unser Zeug und verpieseln uns. Nehmen vielleicht sogar die Abkürzung. Hier war die gar nicht. Wo war die? Ne, das war der Weg über die Brücke. Hä? Moment. Orientierungslos. Orientierungslos. Gab es hier nicht eine Abkürzung zu meinem Leuchte? Egal. Jetzt kümmere ich mich erstmal um den da. Schlechtes Timing. Nicht ganz so tödlich zum Glück, aber schlechtes Timing. So. Ja, ich wollte eigentlich an denen... Ja, doch, hier ist die Abkürzung. Ich wollte an denen eigentlich mal das Parieren üben. Aber ich fürchte, dass mich das auch sehr, sehr viele Leben kosten könnte. So, ich möchte an dieses Leuchtfeuer, weil wir das mal entfacht haben. Und dadurch hier 10 Estus bekommen. Hallo Mokai, schönen guten Abend. Einen wundervollen Samstagabend wünsche ich dir. Herzlich willkommen in unserer illustren Runde. Und zu einer neuen Ausgabe der Dauersterbesendung. Ach ja, genau, hier, ich wollte doch... Ja, komm mal, komm, jetzt sind wir direkt hier. Warte, dann haken wir andere Dinge. Ja, ich weiß, der hat eine Armbrust. Den wollte ich auch eigentlich zuerst verwurschteln. So. Achso, war der hier hinten schon tot hinter mir? Ja, tatsächlich. Ist ja ein Ding. Ah, hey, hyperaktives Kerlchen. Dann haken wir andere Dinge von der Liste ab. Und holen uns einmal, was auch immer in dem einen Raum ist, den ich, wie gesagt, bisher nicht betreten habe, weil ich dumm dran vorbeigelaufen bin. Und wir können nochmal hier bei dem Händler vorbeischauen und mal sehen, was der so hat. Ich glaube, der hatte auch irgendwas zum Reparieren. Reparatur. Genau, da bin ich nämlich das erste Mal auf die Frage gekommen, ob ich sowas brauche. Der hat nämlich irgendwas zum Reparieren von Waffen. Und da war ich nämlich ganz schockiert und habe gefragt, ob das denn tatsächlich so ist, dass Waffen kaputt gehen. Oh, das sind jetzt 3 auf einmal, ist vielleicht gar nicht so gut. Nein. Und da habt ihr mir nämlich gesagt, ja, Waffen gehen kaputt, aber ey, aber so langsam, dass das eigentlich keine Rolle spielt. Ja, Pustekuchen. Irgendwie habe ich es geschafft, meine ganz schnell kaputt zu kriegen. Boah, was ich hier anfangs Zeit gebraucht habe für das alles. So, und zwar hier unter mir, genau. Warte mal, kann ich hier durchrollen? Doch, kann ich. Achso, jetzt habe ich es nicht gezeigt, aber von da oben auf der Mauer, da wo die Leiter endet, da kann man nämlich hier rüber schauen. Weil ich kann auch einfach direkt da lang gehen. Naja, egal, nee, wir sehen das ja gleich. Hier bin ich auf jeden Fall nie reingelaufen. Ja, ich habe dich wahrgenommen, dass du hier drüben noch stehst. So, ich bin hier irgendwie immer dran vorbeigelatscht und bin niemals hier reingegangen. Hab aber tatsächlich... Hier geht es sogar noch mal wieder nach oben, siehst du mal? Wie konnte ich das alles übersehen? Ich habe aber tatsächlich ihn hier von da oben aus gesehen und noch gefragt, wie komme ich denn da hin? Da leuchtet noch was. Und habe dann aber nicht gecheckt, dass ich da längst hätte hingehen können. Ja, ich dachte mir auch, dass das einfach eine verlorene Seele hier ist. Aber haben oder nicht haben. Wenn mir die nachher irgendwo fehlt, ärgere ich mich. So, und hier ist sogar noch eine Treppe. Kann man hier irgendwie eine Abkürzung aufmachen? Nee, hier geht es einfach nicht hoch. Okay. So, und hier hingen sie alle an der Mauer. Ich erinnere mich. Die hängen hier alle so ab.
Es war unnötig, mich von dem jetzt treffen zu lassen. Ärgert mich ja dann immer wieder. Wie die alle da hängen. Und einfach schon auf ihren Auftritt warten. Und hier haben wir übrigens auch den Abfall, Müll, Dreck gefunden, irgendwas. Was ich noch mit mir schleppe, weil ich die Vermutung habe, dass mir das irgendwann einen riesigen Vorteil bringt. Wenn es dann heißt, hättest du jetzt ein Stück Abfall, dann könntest du instant den Boss killen. Und dann zücke ich das. Das lag nämlich hier, glaube ich, bei der Leiche oder so. Da haben wir irgendwie Abfall oder Müll oder sowas eingesammelt. Den schleppe ich mit, den behalte ich auch. Irgendwann bringt er mir was. Illustern und Untot. Du schaffst es doch, diese Stelle zu finden. Du hast dich immer gefragt, wie kommst du ran? Ja, ja. Genau, ich hatte hier halt gestanden, hab das gesehen von hier aus und noch gesagt, ah, wie kommen wir denn da hin? Da leuchtet was. Und ich habe aber dann, es ist halt wieder beim Schneiden, ne? Beim Schneiden siehst du viel mehr als beim Spielen, tatsächlich, als Streamer. Manchmal hast du hier, keine Ahnung, also du hast halt eine ganz andere Aufmerksamkeit, wenn du dann einfach dir das in Ruhe nochmal anguckst. Und dabei ist mir halt aufgefallen, dass ich durch diese Tür da unten nie durchgegangen bin. Und dann war mir klar, dass das der Weg sein muss, der da hinführt. Und ich habe es mir halt einfach aufgeschrieben. Als ich den Stream dann geschnitten habe, dann habe ich mir hier einen Zettel gemacht und habe gesagt, pass auf, da gibt es einen Raum, in dem du nicht gewesen bist, da musst du nochmal hingehen. Na Jungs, ein bisschen rumhängen, genau. Beim Schneiden wird weniger geredet. Ja, das auch, richtig. Da hast du eine ganz andere Konzentration auf die Sache und siehst mehr. Es ist ja auch tatsächlich so, dass meistens die Leute im Chat viel mehr sehen als der Streamer. Also ganz häufig übersieht man irgendwie was und alle Leute so, ey, guck doch mal da, wie kannst du das übersehen und so. Man wundert sich dann immer. Aber wenn man das eben aus der anderen Perspektive kennt, dann merkt man das auch ganz schnell, dass das tatsächlich irgendwie... Man hat so viele andere Dinge noch im Hinterkopf, wenn man noch mit Moderation beschäftigt ist und in den Chat schauen und alles Mögliche, alles im Blick zu behalten. Und dann geraten andere Dinge aus dem Blick raus. Okay. Ist nochmal gut gegangen. Genau, dieser Händler, der da unten steht, der hat uns nämlich damals erzählt, hier, wir haben hier einen Taurus auf dem Dach und eine Ziege im Keller oder irgendwas. Also der hat uns ganz viele Sachen erzählt, wo ich schon dachte, oh nein, denen will ich nicht begegnen. Nein, ich hätte... So, hier stand einer hinterm Regal, das weiß ich auch noch, ja. Komm mal raus da. Ja, übertreibbar. Das war ambitioniert. Das gebe ich zu. So, und hier ist nämlich unser Händler, bei dem ich auch, als ich jetzt erstmal hier um die Ecke kam, dachte ich mir, das kann doch nicht sein, dass hier ein Händler sitzt. Was? Hier! Wie viel Laufkundschaft wird er haben? Geschäftstüchtiges Kerlchen. Am Anfang hast du dich auch immer gesträubt, einen Tritt zu machen. Ja, ich dachte tatsächlich, dass ich im Kampf, also im Eifer des Gefechts, wenn ich einfach nur Panik habe und Tasten drücke, was man tatsächlich bei diesem Spiel nicht machen sollte. Also es ist halt wirklich so eine Sache, viel draufhauen hilft nicht. Du musst wirklich Geduld aufbringen und im richtigen Moment draufhauen. Und ich habe halt gedacht, dass ich diese Tastenkombination, die kam mir, als ich das im Asyl, haben wir das erste Mal als Hinweis auf den Boden bekommen. Hier so und so kannst du treten und springen. Ich habe gedacht, dass das im Eifer des Gefechts niemals klappen würde, dass ich diese Tastenkombi irgendwie drücke. Und jetzt mache ich das tatsächlich aber. Also ich versuche es. Besser den Spatz in der Hand als den Taurus auf dem Dach oder so, sagt man. Ja, genau, ich glaube auch, so geht das. So geht das Sprichwort. Kommt mir bekannt vor. So, jetzt schauen wir mal bei ihm hier vorbei. Oh, there you are. Still ja. Keeping your marbles all together? Then go ahead, don't be a nitwit. Never hurts to splurge when your days are numbered. Okay, eine Nulpe. Das Wort habe ich früher auch benutzt. Witzig. Gegenstand kaufen, reden, verlassen. Wer, was hat er noch irgendwie was zu sagen? Hey, my wares? Of course they're stolen. What did you think? And when you lose your head, I'll sell it all again. Gut, haben wir das schon mal geklärt. Oh, this one. Ain't she lovely? Her name is Julia. She's plumb in love with me. You'd never leave my side now, would you, Julia? Wof? Von
Wo ist der? Wo ist Julia? Okay, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was hier... Ist hier irgendetwas, das Julia... Hier liegt hier jemand? Nee, weiß ich nicht. Sehe ich nicht. Oh, you can forget it. I'm all that she needs. Careful! She'll bite your little fingers off. Be kind, Julia, be kind! Ich glaube, so ein bisschen hat er auch schon an Verstand eingebüßt. Das sieht wirklich so aus, als ob er den Trog da meint. Vielleicht ist der Trog, Julia, schreibt Mukai auch. Ja, er streichelt den so, aber er sagt, vorsichtig, sie beißt euch die Finger. Also wie, als wenn das jetzt ein Hund wäre, also irgendein Tier oder irgendwas. Aber er streichelt mit der Hand seine imaginäre Katze Julia. Okay. Ja, alles klar. Okay. Here, I'm not here to chit-chat. We talk business or we talk nothing at all. Here. I'm not here to chit-chat. Okay, da wiederholt es sich. Business or we talk nothing at all. Stimmt, mit ihm habe ich gar nicht so lange gesprochen. Ihr habt ja immer gesagt, rede so lange mit denen, bis der Text sich wiederholt, also bis sie alles gesagt haben. Das hatte ich beim letzten Mal nicht getan. So, wir schauen nochmal rein, was der so verkauft. Wie ist das denn? Ihr hattet mal gesagt, ich glaube, ich kann auch Sachen verkaufen. Wie mache ich das denn? Weil hier steht nichts von kaufen oder verkaufen. Du kannst Sachen verkaufen, aber nur bei einem bestimmten... Ah, okay, also bei ihm nicht. Alles klar. So, Reparaturpulver. Ist vielleicht nicht verkehrt, sowas zu haben, oder? Repariert in rechter Hand ausgerüstete Waffe. Dann brauche ich nämlich keinen Schmied, wenn ich einfach mal unterwegs bin. Ich nehme an, wir werden uns ja auch mal eine Weile von... wie heißt der? André, glaube ich auch, von Astora... werden wir uns ja wahrscheinlich eine Weile entfernen auch mal, oder ein Stück entfernen. Wir haben ja nicht immer einen Schmied um die Ecke. Vielleicht für 500 Seelen. Ich würde eher die Reparaturkiste nehmen, dann kannst du an jedem Leuchtfeuer deinen Kram reparieren. Aber ich dachte, hiermit kann ich, brauche ich noch nicht mal das Leuchtfeuer. Ach so, die macht das immer. Warte, aber er hat keine, ne? Ne, die könnten wir beim Schmied kaufen. Ach, die Reparaturkiste ist für immer. Also mehrmalige Benutzung. Ah, das wusste ich nicht. Ach so, ich dachte, das wäre auch einmalig, nur dass die vielleicht mehr repariert oder so. Ja gut, dann, wenn das so ist. Okay, von den Dingern haben wir noch welche. Brandbomben sind eigentlich cool, aber setze ich tatsächlich wenig ein. Wurfmesser setze ich auch nicht ein. Das hier können wir uns nicht leisten. Was war das noch gleich? Achso, das war auch irgendwie Online-Gedönse. Nee, dann hat er auch eigentlich gar nichts, was ich so wirklich jetzt brauchen würde. Was hat er hier noch? Anwesenschlüssel. Was? Öffnet Anwesen in der Stadt und hat er den schon immer gehabt? Ach hier, Reparaturkiste. Der hat neue Sachen. Guck mal, die kenne ich gar nicht. Ja, das kann ich mir leider nicht leisten. Vielleicht gehen wir nochmal gleich weiter und holen uns... das ist die gleiche Reparaturkiste, die auch der Schmied verkauft, nehme ich an, oder? Also macht es keinen Unterschied, von wem ich sie kaufe. Ich meine, Waffenreparaturzeug würde man vielleicht eigentlich besser bei einem Schmied kaufen. Weil der kennt sich aus, der ist vom Fach. Aber der hat neue Dinge. Hier, eine Bodenloskiste kenne ich nämlich zum Beispiel nicht. Inventarverwaltung am Leuchtfeuer, das lesen wir mal. Eine seltsame Holzkiste ohne Boden und unbekannter Herkunft. Sie gilt einigen als Symbol entfesselter Habgier. Die Kiste kann eine unbegrenzte Anzahl Gegenstände aufnehmen, die während einer Rast am Leuchtfeuer verwaltet werden können. Was bringt mir das? Also ich habe doch... Ich habe meine Gegenstände doch sowieso immer dabei. Was bringt es mir, diese Gegenstände in eine Kiste zu legen? Das sind doch auch... Also das, wir reden ja wahrscheinlich über Gegenstände, die wir sowieso im Falle eines Todes nicht verlieren. Wie Waffen, Titanitbrocken, Scherben und derlei Dinge. Also welchen Vorteil habe ich, sie in eine Kiste zu legen? Das erschließt sich mir gerade nicht. Die bodenlose Kiste bringt nur etwas, wenn du schnell im Kampf im Inventar agieren wollen würdest. Ich glaube nicht, dass du das willst. Nee, ich glaube das auch tatsächlich. Nee, dann brauche ich das glaube ich nicht.
Sie ist dafür da, dass du gleiche Gegenstände wegräumst, damit die Tasche übersichtlich bleibt. Schreibt Mokai. Ja, aber die Tat, also es ist ja schon sortiert hier. Von daher, also bisher hatte ich kein Problem damit, mich zurechtzufinden im Inventar, aber ich benutze das Inventar eben auch nur, wenn ich an einem sicheren Ort bin und die Zeit habe, mich im Inventar umzuschauen. Also ich glaube, die macht für mich nicht wirklich Sinn. Dann hat er hier noch ein paar Waffen. Die haben wir auch alle noch nicht gesehen. Krass, der hat einfach neue Sachen jetzt. Ist ja ein Ding. Krummsäbel zum Beispiel. Kleines geschwungenes Schwert. Einzeltreffer fügen nur geringen Schaden zu. Schnelle Angriffsfolgen aber sind tödlich. Die Angriffe mit der scharfen Klinge sind effektiv gegen Stoff und Fleisch, aber nicht gegen Metallrüstungen oder harte Schuppen. Aha. Okay. Rapier. Standardstoßschwert für normale Einhandangriffe, die mit erhobenem Schild ausgeführt werden können. Das mache ich gerne. Stoßangriffe durchdringen auch harte Ausrüstung des Gegners, aber nach einem Stoß ist die Verteidigung des Kämpfers offen für einen Gegenangriff. Das ist nicht so gut. Handaxt. Gewöhnliche Holzfäller-Axt ähnelt, aber ein ideales Stärke-Gewicht-Verhältnis aufweist und sehr leicht zu führen ist. Ein falscher Schwung und die Verteidigung des Angreifers ist entblößt. Deshalb muss dabei auf das richtige Timing und den richtigen Abstand geachtet werden. Na, lassen wir das lieber. Die Keule. Dieser simple Holzknüppel ohne Klinge ist effektiv gegen die meisten Feinde, leicht zu handhaben und durchdringt sogar Schilde. Ein Fehlschlag mit dieser Waffe entblößt aber die Verteidigung des Angreifers. Deshalb muss auf das richtige Timing und den richtigen Abstand geachtet werden. Ah, Moment. Und eine Keule mit... Verstärkte Keule. Ich wollte sagen, da ist doch irgendwie Stacheldraht dran. 87, 97. Dieser Holzknüppel ist mit einem lederbesetzten Kopf ausgestattet. Der Händler in der Stadt der Untoten preist zwar seine Effektivität, aber die Verstärkung ist eher minderwertig. Zwar ist der Angriff damit stärker, aber dafür ist der Knüppel nicht mehr so robust. Okay. Schade. Jeder Gegner lässt auch gleiche Waffen und Rüstungen fallen. Diese werden einzeln in deinem Inventar angezeigt und der Scrollbalken... Ach so, stimmt. Ja, ich habe zum Beispiel 3 Langschwerter oder so. Das meinst du, okay? Ja gut, das stimmt. Wenn ich dann einfach einen Stapel hätte, wäre das natürlich einfacher. Wobei die ja auch zum Teil unterschiedliche... Also einen unterschiedlichen Zustand haben. Dann wäre halt die Frage, wenn ich jetzt eins davon nehmen möchte... wie ich dann das Richtige auswähle. Man hört etwas Begeisterung aus deiner Stimme bei dem Wort Keule. Naja, ich fand es interessant als Waffenart, vor allem wenn sie auch durch Schilde durchhaut oder so. Also, ein Speer hatten wir schon mal. Kurzbogen. Ost-West-Schild. Holzschild. Er ist mit dem uralten Symbol eines gelben, zwieköpfigen Adlers verziert. Holzschilde sind leichter als Metallschilde, absorbieren aber weniger Schaden und sind nicht so stabil. Ja, das ist natürlich nicht so doll. Lederschild. Ich weiß nicht, könnte sein, dass er die auch beim letzten Mal schon hatte. Faustschild, Lederschild. Dreiecksschild. Ne, ein paar davon hat er wahrscheinlich auch noch nicht gehabt beim letzten Mal. Der hat tatsächlich neue Sachen. Ja, hier auch. Er hatte, glaube ich, beim letzten Mal nur Standardpfeile, als wir hier waren. Standardbolzen, schwerer Bolzen. Lass mal gucken. 64. 38. Holzbolzen. Wir haben ja eine Armbrust. Wir haben auch sogar einen Bogen mittlerweile. Oh, so schwere Bolzen. Aber mit dem habe ich auch wenig gemacht und die waren auch irgendwie nicht so doll, hatte ich das Gefühl. Wird hauptsächlich mit der schweren Armbrust verwendet. Diese schweren Bolzen fügen schweren Schaden zu, haben aber eine geringe Reichweite. Ja. Nee, alles nicht so doll. Und Rüstung soll ich ja sowieso nicht anziehen. Der Chat sagt immer, zieh dich aus, sonst kannst du nicht rollen. Kugel dich über den Boden. Okay, also... Der Plan ist es... Achso, der Anwesenschlüssel. Moment. Öffnet Anwesen in der Stadt der Untoten. Schlüssel zu einem Anwesen in der Stadt der Untoten. Ist das das Anwesen hier die Straße runter mit der Truhe, die ich... Ich glaube, das konnte ich durch den Generalschlüssel öffnen. Ich wüsste zumindest sonst keins, wo wir noch einen Schlüssel... Das einfache, robuste Aussehen der Schlösser in der Stadt hält unerwünschte Besucher fern. Aber dies ist ein Standardschlüssel, welcher sämtliche Anwesen öffnen wird. Gut, nächste Frage. Öffnet der zwar sämtliche Anwesen, aber nur eins davon? Also wenn ich eins geöffnet habe,
Aber dann ist er ja nicht kaputt, ne? Schlüssel kann man ja normalerweise mehrfach verwenden. Also wenn ich jetzt noch eins gefunden hätte, das ich mit dem Generalschlüssel noch nicht öffnen konnte, weil ich gerade überlege, ob das der Fall ist, habe ich irgendwo noch ein Anwesen gehabt? Ich glaube nicht. Nee. Nötige Seelen, 1000. Dafür, nee, ich glaube, wir müssen 3000 sammeln für die Reparaturkiste. Moment. Die Keule kostet ja auch nur 150 Seelen, also wenn du sie ausprobieren willst, mach das. Ja, nee. 150 Seelen, was kann die? Was kann die dann schon können, wenn die so günstig ist? Glaube ich nicht. Nee, ist ein anderes Anwesen, sagt Esper. Doch, mit dem Schlüssel kannst du das Anwesen auch öffnen. Oh, see. Oder anders gesagt, es gibt ein Anwesen, das er öffnet, das der Schlüssel nicht öffnet. Also es gibt ein Anwesen, das dieser Schlüssel hier öffnet, das mein Generalschlüssel nicht öffnen kann. Ah, genau, darunter steht es auch. Hätte ich weitergelesen, hätte ich es gelesen, dass der Generalschlüssel nicht öffnet. Macht also Sinn, den zu kaufen? Dann würde ich allerdings 1000 Seelen ausgeben. Okay, Japp ist die Antwort. Na, wenn das so ist, komm, bevor wir gar nichts kaufen, warum sollte ich mehrere davon kaufen? Das macht keinen Sinn. Ich kaufe einen. Macht Sinn, das zu kaufen, jetzt oder später? Ich kaufe den. Jetzt haben wir zwar fast keine Seelen mehr, also wir brauchen 3000 Seelen für die Reparaturkiste. Das wäre noch so ein Plan. Kein Ding. Bade weiter deine Katze. Ja, cool, da müssen wir ein bisschen Seelen farmen. In der Nähe, wir können ja einfach mal wieder weitergehen, auch Richtung Havel, ihr wisst schon. So, da stehen wahrscheinlich jetzt genau die da oben. Ich erinnere mich. Hier kommt einer angesprungen. Auch daran erinnere ich mich. Nein, tu das nicht. Hier ist eine Tür. Aber die kann man, glaube ich, nur von der anderen Seite öffnen, oder? Genau, lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Da war nichts mehr. Hier um die Ecke rum steht einer. Das weiß ich auch noch. Ja, ich erinnere mich an dich. Und hier kann man irgendwie lang gucken, aber noch nicht lang gehen. Kannst du gucken. Was gucken sie? So. Dann kommen hier oben drei. Ja, den Teil hier habe ich ja oft wiederholt auch unter. Und ich bin trotzdem nicht schlauer. Genau, das hier meinte ich. Die Tür habe ich mit dem Generalschlüssel geöffnet. Brandbombe. Apropos. Habe ich noch welche? Oh, was konnten die nochmal? Gegen Vergiftung oder sowas? Die Moosklumpen? Ja, das... sehr schlau, den Rücken zuzuwenden. Das hatten wir schon mal. Nein, stürz nicht ab, mein Loot! Ärgerlich, wenn sie das tun. Wenn sie abstürzen und den guten Loot mit runternehmen. War das dumm? Ja, ein bisschen. Ah, der ist auch ganz runtergestürzt, ne? Mist. Ich dachte, lag vielleicht hier irgendwie, aber. Nee, das ging nicht. So, auf dem Turm hier stand jemand, der mir gegebenenfalls in den Rücken schießen würde, wenn ich unachtsamerweise an ihm vorbeilaufe. Nehme ich zumindest an. Hat er nie getan, weil ich ihm nie die Gelegenheit gegeben habe. Und die drei hier. Mit denen habe ich auch viel Zeit verbracht. Ja, das war dumm.
Sehe ich selbst. Ja, die haben mich auch mehr als ein paar Mal getötet, tatsächlich. Ich leide jedes Mal mit meinem Schwert mit, wenn ich das so an die Wand kloppe. Also wenn da Funken sprühen, dann weiß ich ja schon, ich mach's kaputt, ich mach's kaputt. Nein! Jetzt hat das wieder nicht geklappt. Das ist genau das, was ich meine, diese Tastenkombination. Manchmal will ich treten, aber ich drücke scheinbar die Tasten nicht so gleichzeitig, dass das richtig gewertet wird. Und dann schlage ich nämlich nur zu. Was in dem Fall dann manchmal echt dumm ist. So, also hier waren wir. Die Kiste haben wir nämlich auch geöffnet. Also dieser Schlüssel, den wir gekauft haben, hätte auch diese Tür geöffnet. Die konnten wir aber schon mit dem Generalschlüssel öffnen. Wo war denn noch eine Tür, die wir noch nicht öffnen konnten? Ihn hier unten haben wir ja, glaube ich, mittlerweile auch, oder? Ja, genau. Hier stand ja jemand... Warte mal, war hier noch eine Tür? Nee, keine richtige. Und hier ging es auch nicht weiter. Auch nicht wirklich. Da fehlt ein Stück des Weges. Okay, wo war denn noch eine Tür, die wir noch nicht öffnen konnten? Außer die an der Brücke, wie gesagt. Hier war auch nichts in der Ecke. Da ging es nicht weiter. So, jetzt ist die Frage. Gehen wir zu Havel? Kann ich dem irgendwas entgegensetzen? Bevor du ewig suchst, die Tür, die der Anwesenschlüssel öffnest, hast du noch nicht gesehen. Ah, ja gut, okay, dann. Ja, die Stadt der Untoten ist auch echt groß. Also, dann kommen da noch Teile, die auch noch dazugehören, die ich noch gar nicht gesehen habe. Okay, ja, perfekt. Ja, jetzt ist die Frage. Havel oder nicht Havel? Also er wird mich platt machen, das ist keine Frage. Der ist... Eigentlich ist der schon klobig. Also der schwingt ja diese riesige Keule. Und diese riesige Keule schwingt er eigentlich so langsam, dass man glaubt, ausweichen zu können. Ich glaube aber auch, dass ich ihm durch seine Rüstung eigentlich keinen Schaden mache. Ich persönlich würde jeden Schlüssel in einem RPG immer kaufen, da es bestimmt was zu entdecken gibt und ich neugierig bin. Spätestens, wenn mir eine Tür begegnet, die ich ohne einen Schlüssel nicht öffnen kann, dann auf jeden Fall. Ja, also bevor ich irgendetwas verpasse und irgendeine Ecke nicht sehe, auf jeden Fall. Dann wird in alles investiert, das mir hilft, alles zu sehen. Ich bin ja neugierig. Ich muss einfach mal ausprobieren, wie es sich gegen den kämpft. So wie mit dem anderen eben, da mit diesem Blitzskorpion. Wie hieß der? Titanit-Dämon oder sowas? Einfach mal gucken, wie es sich so gegen den spielt und dann... Ich glaube, hier kommt er jetzt. Ja, und der ist schnell. Wir laufen ganz nach oben, so weit wie möglich, damit unsere Sachen... bei unserem Ableben hier oben liegen, sodass ich schnell wieder drankomme. Und wir werden ableben. So viel ist klar. Können wir Schaden machen? Theoretisch können wir Schaden machen. Können wir ihn blocken? Ich traue mich nicht so richtig, das auszuprobieren, weil der ist groß und böse. Oh, das kann aber dauern. Nee, der hat ja Rüstung ohne Ende. Da können wir uns, glaube ich, lange mit beschäftigen. Oh, ich kann den theoretisch wegstemmen. Bringt uns jetzt mal so gar nichts, weil... Macht keinen Schaden. Nicht so wirklich. Nein, lass es sein. Ah, nein, 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 nein. Ja, so hat er mich beim letzten Mal erwischt. Da hat er mich einmal, da hat er einmal auf mich draufgeknüppelt. Und glatt war ich. Wie eine Flunder. Also so richtig. Aber ich habe auch so richtig hier gelegen, mit alle Viere von mir gestreckt, so gefühlt.
dumm. Das hätte ich nicht tun sollen. Da, noch 50 Mal, dann haben wir eine Chance. Ja, das ist halt die Sache. Der muss mich im Prinzip nur ein einziges Mal treffen. Wobei es jetzt tatsächlich nicht ganz gereicht hat, aber... Dieses Trinken ist so langsam. Ein Tänzchen mit Havel. Hä? Warum? Da! Warum hat er jetzt da gestanden und so gezögert? Ja, es ist schon besser, wenn man mehr Kugeln kann. Ich glaube, als ich mir das erste Mal hier begegnet bin, da hatte ich noch die Fat Roll. Da hat noch irgendjemand gesagt, dass du ihm... Ich bin einmal ausgewichen seinem Schlag. Und da hat noch jemand gesagt, dass du ihm trotz dieser Fat Roll ausweichen konntest. Das ist ja schon ein Wunder. Ich merke schon, dass das jetzt wesentlich besser ist. Aber es ist halt eben auch einfach, wenn er mich trifft, dann bin ich platt. Was tut er denn da? Warum meditiert er da? Liest er noch irgendwie... Das sieht aus, als würde er auf den Spickzettel gucken in seinem Schild. Aber jetzt bloß keine blöden Fehler machen. Nicht übermütig werden. Der hat jetzt auch keine unendliche Reichweite. Ich kann ja weit genug von ihm weggehen. Alter, ich sehe Chancen. Ich sehe Chancen. Oh mein Gott. Wir haben Havel. Platt gemacht. Ich fasse es nicht. Das hat uns auch einen Haufen Seelen eingebracht. Mega. Havel down. Dämon. Ah, das ist ein Dämon. Was ist heute los? Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin auch überrascht. Ich weiß auch nicht, was los ist. Mega. Krass. Ein Drittel hast du schon mindestens. Ich muss jetzt mal gucken, wo der Chat angefangen hat jetzt. Ich habe natürlich gerade nicht in den Chat geschaut. Und ich bin natürlich besonders gespannt, was wir von ihm kriegen. Wenn Keulen Schilde durchdringen, was wird wohl diese Keule wohl dann beim Block machen? Stimmt, ist ein guter Einwand, Mokai. Richtig. Also ein Drittel habe ich schon. Also so gut habe ich mich beim ersten Dark Souls-Versuch definitiv nicht bei Havel angestellt. Es war ja mein zweiter Versuch mit Havel. Mein zweiter Tanz mit Havel. Ja, mega. Krass. Nee, den Dämon unten, den du gemacht hast. Ach so. Ach ja, genau. Das war eine Aufzählung. Den Dämon und Havel. Okay, was ist denn Havel? Ist ein Ritter einfach, oder was? Entweder wird Salia besser oder die Ausrüstung wird Imbar. Es wird an der Ausrüstung liegen. Ich werde es nicht sein. So, was haben wir? Havels Ring. Der ist sogar... Ach genau. Jetzt daher weiß man den Namen. Ich habe mich schon gefragt, woher ihr den Namen kennt, weil ihr habt nämlich gesagt, der heißt Havel. Ich habe noch gesagt, das ist eine kleine, gemeine Kampfmaschine. Und ihr habt dann gesagt, der heißt Havel. Und dann frage ich mich immer, woher weiß man das? Also woher wisst ihr, dass der Havel heißt? Jetzt ist klar... Wenn man Havels Ring bekommt, dann wird das wohl Havel gewesen sein. Dann schauen wir doch mal, was dieser Ring kann. Ringe. Wir haben bisher wenig Ringe. Genau, dieser Tränensteinring ist der, den ich im Moment benutze. Oh, erhöht maximale Ausrüstungslast. Deshalb kann der so viel Rüstung schleppen. Weil der damit stärker wird. Dieser Ring wurde nach Havel dem Fels benannt. Ja, das ist ein passender Name. Fürst Gewinns altem Kampfgefährten. Havels Männer bezeugten mit diesem Ring ihr Vertrauen in den Anführer und konnten dank seiner Kräfte schwerere Lasten tragen. Das heißt, ich könnte mit diesem Ring vielleicht doch wieder Rüstung tragen und trotzdem kugeln. Das wäre ja cool. Ja, mega. Das ist aber kein Ring, der kaputt geht, ne, wenn ich sterbe. Also es ist so ein Ring wie der hier, den ich einfach dauerhaft tragen kann. Und kann ich nicht sogar zwei Ringe? Ich kann sogar zwei Ringe gleichzeitig tragen. Mega. Boah, voll gut. Heute läuft's. War eine richtige Entscheidung, heute zu streamen. Mensch, da bin ich aber jetzt glücklich. Okay, was genau hat uns das jetzt gebracht? Lass mal gucken. Wo haben wir denn...
da, Belastung. 12,6 von 82,5. Ich hau mich voll mit Rüstung. Zumindest würde ich gern wieder eine Hose tragen. Das ist so demütigend hier, ohne Hose rumzurennen. Havel ist ein Ritter, genau, ja. Dieser Cheater hat einfach einen Ausdauer-Plus-Ring, einen Stärke-Plus-Ring. Das gibt mir Stärke, glaube ich. Oder, ja, zumindest, oder Belastung, weniger Belastung. Hier ist ja Stärke nicht gleich Belastung. Also ich könnte jetzt theoretisch vielleicht sogar wieder eine Hose anziehen. Fände ich gut. Rittergamaschen. Lederstiefel, Hüllensoldaten, Lendentuch. Tu mir die mal. Wie sieht's dann aus mit Rollen? Sind wir immer noch so? Ist das weniger als vorher? Ich weiß es nicht. Wie weit sind wir da jetzt belastet? Mal gucken. 19 von 82. Boah. Also ungefähr nicht ganz ein Viertel. Sollte gehen, oder? Solange die Belastung unter 25% ist, kannst du schnell rollen. Ja, ist ja dann, ne? Ich sag ja gerade, ist ein Viertel, ne? Also nicht ganz ein Viertel, ist ja dann unter 25%. Ja, mega. Dann kann ich wieder Hosen tragen. Haha. Ich habe mir das Recht erarbeitet, Hosen zu tragen. Achso, warte mal. Gab's auch noch eine Tür, ne? Wo der davor stand. Das heißt, da gibt's jetzt eine Tür, durch die wir durchgehen können. Das möchte ich aber tatsächlich gerade nur einmal nachschauen. Ja, tatsächlich. Können wir die öffnen? Auch das möchte ich nur einmal kurz nachschauen, in der Hoffnung, dass nichts dahinter steht, das mich sofort tötet. Öffnen. Mit dem Generalschlüssel. Okay. Kommen wir da auch in den Wald? Moment. Ah ja, das ist wieder hier, das ist wieder, genau, Finsterwurzbecken. Na, schau an. Ich finde das so faszinierend, dass hier dann plötzlich alles zusammenwächst. Ja, cool. Aber wir holen uns erstmal die Reparaturkiste, würde ich sagen. Wir wollten ja 3000 Seelen holen für die Reparaturkiste. Und jetzt sollte der Rückweg ja noch frei sein. Boah, krass, ich kann Dinge von meiner Liste abhaken. Mega. Stimmt, ist eigentlich mal ein kleiner Applaus wert, ne? Yay! Ich freue mich! Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Jetzt darf ich nur nicht übermütig werden. Was hatten wir noch für dicke Leute stehen lassen? Den Drachen halt. Ja, den Drachen haben wir stehen lassen. Aber ich glaube, den lasse ich auch besser weiterhin stehen. Der hat Feuer. Der ist eine heiße Angelegenheit. Du hast eine Liste gemacht. Ja, ja, genau. Ich habe beim Schneiden eben, wenn mir dann Dinge auffallen, dann schneide ich, dann schreibe ich tatsächlich Sachen auf Listen. Und zwar hatte ich mir aufgeschrieben, dass eben da vorne dieser Raum ist, den ich noch nicht gesehen hatte, dass ich hier beim Händler nochmal vorbeigehen könnte, um Sachen zu kaufen, weil der zum Beispiel Reparaturzeug hat. Wobei er beim letzten Mal nur dieses Reparaturpulver hatte. Und jetzt habe ich erst festgestellt, dass er neue Dinge verkauft. Das heißt, ab jetzt wird das ein Dauerpunkt auf der Liste sein, regelmäßig bei dem Händler vorbeizuschauen, weil der sein Angebot auch erweitert. Das wusste ich bisher nicht. Und dann habe ich noch ein paar andere Sachen. Eben zum Beispiel Havel. Wir sind Havel begegnet, mussten ihn aber stehen lassen. Das wurmt mich natürlich. Deswegen muss ich mir merken, der ist irgendwann noch zu plätten. Jetzt kann ich ihn streichen von der Liste. Und neben der Liste gibt es dann noch eine Strichliste für meine Tode. Da kann ich dir aber aktuell nicht die genaue Anzahl sagen. 82,5 durch 4 gleich 20,625. Das mag so sein. Sehr gut. Mit 19, irgendwas habe ich das sehr gut abgepasst, dass ich jetzt wieder eine Hose tragen kann. Freue ich mich. Ich verstehe jedes Mal Finsterfurz. Das möchtest du verstehen, oder? Es heißt Wurz. Du hast eine Liste? Genau, ja, ich habe eine Liste. So, und jetzt holen wir uns hier das Reparaturzeug. Wobei mir ja tatsächlich der Schmied ein bisschen sympathischer ist. Eigentlich würde ich dem lieber meine Seelen geben. Aber jetzt sind wir gerade hier. Dann unterstützen wir mal die lokalen kleinen Geschäfte. Ah ja, jetzt ist der Schlüssel auch raus aus der... Ich habe mich eben schon gewundert, als ich den angeklickt habe, konnte ich ja wählen, wie viele. Aber das ist ja eigentlich ein Ding, was man nur einmal braucht. Ja, und demnach ist die Reparaturkiste ja auch ein Ding, das ich nur einmal brauche, wenn ich dafür jetzt jedes Mal Sachen reparieren kann. Das ist sehr cool. Dann machen wir das für 3000 Seelen.
Aber es sind weniger Seelen. Also für 3000 Seelen könnte ich mir jetzt auch keinen Aufstieg kaufen. Von daher ist das in Ordnung. Sonst müsste ich ja überlegen, das wäre schon wieder ein kompletter Stufenaufstieg. Aber okay. Verstehe nicht, wieso dir der Schmied sympathischer ist als der Händler, der sagt, dass er auch deinen Kram verkaufen wird, wenn du stirbst. Ja, ich weiß auch nicht. Der Schmied war immer so freundlich zu sagen, pass auf dich auf, wir wollen nicht, dass du zur Hülle wirst oder so. Der ist mir doch sympathischer. Und der hier, der seine imaginäre Katze streichelt, der kommt mir ein bisschen verrückt vor. Okay, ja, ich glaube, andere Dinge muss ich jetzt hier bei Kettengamaschen. Sind die besser als meine? Ah, ich weiß nicht. Nee, will ich mich jetzt nicht mit beschäftigen. Oh, thank you. Very much. So, sehr schön. 4900 Seelen brauchen wir, glaube ich, für den nächsten Aufstieg. Einmal hier die Kisten kaputt machen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Warum kann ich die gerade nicht... Immerhin kümmert er sich um dein Erbe. Ja. Okay. Wobei. Ah, jetzt ist die Frage. Wir könnten jetzt unten durch die Tür hinter Havel gehen. Dann kommen wir aber wieder in diesen Finsterwurz-Waldbecken-Bereich da, in den wir sowieso noch irgendwie anderweitig kommen. Das heißt, das würde ich vielleicht eher hinten anstellen. Wir könnten hier lang gehen. Dann kommen wir zuerst auf die Seite der Brücke, auf der noch die Tür ist, die verschlossene, für die wahrscheinlich der Kellerschlüssel gedacht ist. Dann könnten wir uns da angucken, was auch immer dahinter liegt. Den Keller dahinter vielleicht. Und wir kommen natürlich auf die Brücke mit dem Drachen. Aber eben auf die Seite, auf der der Drache erstmal nicht sitzt. Also der sitzt dann auf der anderen Seite, schaut zwar in unsere Richtung. Also das wäre noch eine Möglichkeit. Oder wir gehen halt hier über die Leiter wieder nach oben und kommen von der anderen Seite auf die Brücke. So oder so wird der Drache da sitzen. Keller, jetzt wo hier alles tot ist. Ist denn in dem Keller nichts, was mich tötet? Weil die nächste Überlegung wäre nämlich, ob ich nochmal kurz mich ans Feuer setze, damit ich wieder 10 Estus habe. Genau, von hier aus kann ich jetzt tatsächlich bis zur Kellertür durchlaufen, weil jetzt alles aus dem Weg ist. Wir müssen ja dann oben durch das, über die Mauer, wo der Bosskampf stattgefunden hatte. Die dürfte ja dann auch leer sein. Wobei eventuell die zwei auf dem Turm da sind. Könnte das sein? Nicht, dass die mir in den Rücken schießen. Aber davon abgesehen sollte bis zu der Tür und bis, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Solitär. Solitär. Solair. 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 Von Astora. Bis zu dem sollte ja auch nichts kommen. Genau, hier sind wir. Ich gucke jetzt einmal kurz, ob die beiden da oben stehen. So leer, genau. Ist ja so, irgendwas, es klingt so ähnlich wie Solitär. Ah, die beiden sind da, siehst du? Dachte ich mir nämlich. Hätte ich die jetzt vergessen, hätten sie mir gegebenenfalls in den Rücken fallen können. Wenn man nicht an alles denkt. Die beiden sind da, aber die sind ja kein Problem für Menschen, die Havel gekillt haben. Ja, zu denen kann ich mich jetzt zählen. Zu diesem äußerst elitären Kreis. Ja, vielleicht soll ich heute, muss ich wirklich... die Tür, hier ist das schon, genau. Und hier kommt der Drache. Und da, steht er noch da? Ja, tatsächlich. Aber mit dem hatten wir, glaube ich, schon so weit gesprochen, dass sich sein Text wiederholt hat. Eines Tages möchte ich auch so prächtig und scheinend sein oder sowas, hat er gesagt. Oh, hello there. I will stay behind to gaze at the sun. The sun is a wondrous body, like a magnificent father. If only I could be so grossly incandescent. Genau, so groß und glänzend.
Den mag ich auch. Der hat noch nicht viel mehr getan, als in der Sonne zu stehen und sich zu sonnen, aber... So, und das war nämlich die Tür. Auch die steht auf meiner Liste als die Tür, die ich noch nicht öffnen konnte. Ein bisschen verstrahlt, der Boy. Genau. Ah, Kellerschlüssel benutzt. So, willkommen zum Kellerabend. Dann schauen wir mal, was der Keller hier kann. Aha. Eine Leiter, die ziemlich weit runterführt. Ich bin gespannt.